Ich möchte, dass dieses Jahr in die argentinische Geschichte eingeht, als der Wendepunkt, an dem wir begannen, wieder groß zu werden. Möge Gott die Argentinier segnen, mögen die Kräfte des Himmels mit uns sein. Und es lebe die Freiheit, verdammt nochmal. Seit einem halben Jahr ist Javier Milei jetzt Präsident von Argentinien. Im Wahlkampf hatte der selbsternannte Anarchokapitalist dem Land eine wirtschaftliche Radikalreform versprochen. Begleitet von heftigen Protesten und Auseinandersetzungen lässt der neue Präsident Taten folgen, die die Opposition in Aufruhr versetzen. Tausende Staatsbedienstete sind entlassen, Sozialprogramme und Subventionen zusammengestrichen, die Zahl der Ministerien halbiert. Dass Reformen nötig sind, bestreitet kaum jemand. Argentinien steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Der Staatsapparat gilt als aufgebläht. Die Inflation von rund 270% ist eine der höchsten der Welt. Doch soziale Bewegungen und die linke Opposition verurteilen Milleis Reformpaket als neoliberal und unsozial. Mehr als die Hälfte der Menschen im Land lebt unterhalb der Armutsgrenze, fast ein Fünftel in extremer Armut. Angeblich gibt es eine gewisse Stabilität. Sie haben die Inflation gesenkt. Doch die Preise bleiben gleich oder steigen. Die Steuern sind so hoch, als wären wir in der Schweiz. Es passt alles nicht zusammen. Für mich, für meine Finanzen, funktioniert das überhaupt nicht. Vielen gilt Milei als radikal und unberechenbar. Doch genau das lieben seine Fans, sehen in ihm einen Polit-Rockstar. Seine Gegner bezeichnen ihn als El Loco, den Verrückten. Milei selbst hat sich auch schon als König eines gefallenen Landes bezeichnet, das er wieder zu alter Größe führen will. Wir müssen unsere persönlichen Interessen beiseite lassen und zusammenarbeiten, um die neue Wirtschaftsordnung zu schaffen, die Argentinien braucht, um wieder eine Weltmacht zu werden. Auch außenpolitisch hat Milei klare Vorstellungen. Wir sind Verfechter des Freihandels. Wir sind Verfechter der Demokratie. Und vor allem sind wir Verfechter der Freiheit. Und das bedeutet eine klare geopolitische Ausrichtung. Unsere geopolitische Ausrichtung sind die Vereinigten Staaten und Israel. Das ist unsere internationale Politik. Wir werden uns nicht mit Kommunisten zusammentun. Stattdessen zeigt er sich mit Donald Trump, lässt sich im Ausland von Politikern am rechten Rand feiern. Doch anders als viele Rechtspopulisten zeigt er sich auch an der Seite der Ukraine. Jetzt kommt Javier Milei nach Deutschland. Ja, was will Javier Milei in Berlin, aber auch insgesamt als argentinischer Präsident? Und wie schlägt er sich dabei? Darüber sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Günter Mayhold, Politikwissenschaftler am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin. Herr Mayhold, die Argentinier haben Javier Milei zu ihrem Präsidenten gewählt. In Berlin aber wird er ohne militärische Ehren empfangen und auch eine Pressekonferenz soll es nicht mit ihm geben. Finden Sie das nachvollziehbar? Das ist die Folge der Beschimpfungen, die Milei gegenüber dem spanischen Regierungschef in den vergangenen Wochen praktiziert hat. Und der Regierungssprecher in Berlin hat das auch verurteilt und damit fühlte sich Milei beleidigt. Und man hat dann sozusagen für das kleinste Niveau des Protokolls sich geeinigt. Insofern entspricht das auch dem Interesse, hier nicht ihm eine Plattform zu bieten, in der er unter Umständen von deutschem Boden aus solche üblen Beschimpfungen praktizieren könnte. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Milei hat die spanische Rechte, die Vox-Partei im Wahlkampf, im Europawahlkampf unterstützt. Was will Olaf Scholz jetzt von ihm? Also politisch sind die ja sicher eigentlich nicht grün. Und was will Milei im Gegenzug dann wiederum von Deutschland? Nun, Scholz und Milei haben sich ja gerade auf dem G7-Gipfel in Italien gesehen. Und Deutschland hat natürlich auch bilaterale Interessen an Argentinien. Es ist ein traditioneller Partner deutscher Außenpolitik. Man will im Bereich der Rohstoffkooperation bei Lithium, bei Gas, bei
Wasserstoff etc. Enger zusammenzuarbeiten. Und da braucht es natürlich schon Beziehungen, wo man ein gewisses Maß an Vertrauen gegeneinander hat, und dem kann dieser Austausch sicherlich dienen. Das heißt, wirtschaftlich ist Deutschland auf Argentinien, auch insbesondere die deutsche Elektro- und Autoindustrie, auf Argentinien angewiesen. Angewiesen würde ich nicht sagen. Es gibt ja auch Alternativen für diese Rohstoffe. Aber eben, es gibt etablierte gute Beziehungen, auf die man aufbauen kann. Und das sollte auch weiterhin trotz des etwas unkonventionellen Auftretens von Milei möglich sein. Militärische Ehren gibt es zwar nicht, aber ein bisschen schick für Milei dann trotzdem. Die liberale Hayek-Stiftung, die will Herrn Milei die gleichnamige Medaille verleihen, ein Preis für Menschen, die, so heißt es, sich um die Idee der Freiheit verdient gemacht haben. Bekommen haben zum Beispiel schon der Journalist Roland Tichy, der das politische Online-Magazin Tichys Einblick betreibt, der FDP-Politiker Otto Graf Lambsdorff oder auch zuletzt der Ökonom-Professor Guido Hülsmann. Ist Javier Milei in diesem Kreis mit seinen Ideen und Vorhaben gut aufgehoben? Das versuchen zumindest die Veranstalter nahezulegen. Das Problem ist, dass die Aussagen von Milei doch sehr undurchsichtig und inkohärent sind. Was er als Anarchokapitalismus bezeichnet, ist irgendwie nicht einzuordnen. Insofern handelt es sich eher wohl einen Versuch, hier mit einer prominenten Person das Image der Veranstalter etwas aufzupolieren. Sie haben es gerade schon gesagt, Herr Milei sieht sich selber als Anarchokapitalist, unkalkulierbar, disruptiv, wortgewaltig. Genau darum wird er ja auch geliebt von seinen Fans. Wie wurde der studierte Ökonom eigentlich zu diesem schillernden Politiker? Ist das alles nur Maskerade, eine Show, oder glaubt er wirklich daran? Nun, es ist sein Verkaufsprogramm in einer Gesellschaft, die sich sozusagen von den Problemen des Landes überwältigt fühlt und keinen Ausweg mehr sieht mit der traditionellen politischen Klasse. Und da hat Milei mit seinem schrillen Ton genau die Erwartung getroffen, dass nun ein harter Schnitt notwendig ist, dass man jetzt das Ruder rumwerfen muss. Und er ist eben in der Lage, dies mit drastischen Inszenierungen darzustellen. Das nimmt man in Argentinien so hin, weil man keine weiteren Alternativen mehr sieht. Aber letztlich muss er sozusagen wirtschaftlich und politisch liefern, und da tickt für ihn die Uhr. Gehen wir noch mal aufs Verkaufsprogramm. Milei sagt ja, er hasst den Staat zutiefst. Er will ihn von innen heraus zerstören. Warum? Nun, sein Plädoyer ist in zentraler Weise dadurch bestimmt, dass er gegen die bisherige Regierungslinie, nämlich der Peronisten, die sich den Staat, man kann es so sagen, zu eigen gemacht haben, mit einem Klientelnetz und einer Selbstbedienungsmentalität vorgehen. Und das hat dazu geführt, dass er sagt, er sei eben ein Maulwurf, der den Staat von innen heraus untergraben will. Und das bedeutet eben vor allem auch Reduzierung der Staatsaufgaben, um in irgendeiner Weise dieses systematische Staatsdefizit, was das Land nun seit Jahrzehnten produziert und vor sich herschiebt, in den Griff zu bekommen. Ich höre aus Ihrer Antwort so ein bisschen raus, dass Sie ein wenig zumindest die Position von Herrn Milei teilen, aus Analytikersicht, dass Argentinien ein Problem mit dem Staatssystem hat, dass es Verfilzungen gibt, dass es vielleicht Vetternwirtschaft gibt, die Wirtschaft gelähmt haben jahrzehntelang. Das heißt, vom Ansatz her liegt Milei vielleicht gar nicht falsch, oder? Das Krisenpanorama in Argentinien ist ja nun mit dieser Hyperinflation, mit der massiven Verschuldung schon seit Jahren nicht mehr übersehbar. Und was die vorhergehenden Regierungen betrieben haben, war immer nur ein Verschieben des Problems mit neuen Kreditzusagen, mit neuen Anpassungsprogrammen. Aber es ist nie gelungen, sozusagen eine neue Konzipierung von Staatshandeln herbeizuführen. Insofern ist die Problemdiagnose sicherlich richtig, die er hat. Allerdings die Umsetzung, da liegt das entscheidende Problem. Hier lässt er es an sozialer Sensibilität mangeln. Hier nimmt er die Leute nicht mit. Und hier inszeniert er mehr, als dass er Realität schafft bislang.
Ist das jetzt schon Ihre Bilanz des ersten halben Jahres oder gibt es auch Punkte in Milleys Politik, wo Sie sagen, hier hat er geliefert? Und wir sehen, es sind jetzt 6 Monate vergangen. Bislang ist es ihm nicht gelungen, ein einziges Gesetz zu verabschieden, weil er keine Mehrheit im Parlament hat. Er hat gerade 7 von 72 Senatoren und 37 von 252 Abgeordneten Stimmen. Das bedeutet, hier ist jetzt seit Amtsantritt ein Feilschen letztlich im Gange. Hinzu kommen die Auseinandersetzungen mit den Gouverneuren, die ja auch großes Gewicht in einem föderalen Staat wie Argentinien haben. Und da braucht es eben jemand auch, der in der Lage ist, Konsense zu stiften und nicht nur Konfrontation zu generieren. Das hat sich jetzt etwas gebessert. Man hofft, dass hier jetzt erste Schritte erfolgen. Und da hat er natürlich auch entsprechend Zugeständnisse machen müssen, die sich auf die Privatisierungspolitik beziehen, die sich auf die Rentenpolitik beziehen. Und das wird unter Umständen auch ein bisschen sein Programm abschleifen, das er in aller Radikalität im Wahlprozess angeboten hat. Wie haben sich denn bei der Bevölkerung die Zustimmungswerte für Milei und seine Politik verändert? Die sind quasi unverändert. Er liegt da zwischen 47 und 50%. Das ist sozusagen trotz Generalstreik, trotz Protesten auf der Straße ein sehr positives Votum für ihn und sicherlich auch eines der Elemente, die dazu führt, dass die Oppositionsparteien bereit sind, einen Teil des Weges, den er vorgeschlagen hat, mitzugehen im Rahmen dieser zentralen Gesetzgebung, die als Leyes Básicas, also grundlegende Gesetze, jetzt als Paket im Parlament liegen. Und darauf kann er sich stützen. Die Frage ist sozusagen, wie lange hält das und kann er daraus auch wirklich durch eine sinnvolle Implementierung dieser Gesetzesvorhaben dann auch den Neuaufbau des Landes voranbringen. Das heißt, noch haben die Leute Geduld mit ihm zumindest. Gleichzeitig ist die Inflationsrate ja erst nach oben geschossen, seit er ins Amt gewählt wurde. Jetzt ist sie wieder leicht zurückgegangen um wenige Prozentpunkte. Aber er hat ja auch Steuererleichterungen verabschiedet und will quasi Großinvestoren belohnen. Wer profitiert von solchen Initiativen, Milleis? Wer steckt dahinter? Wer findet ihn da gut aus der Wirtschaft? Nun, wir sehen, dass er natürlich ein großes Programm der Privatisierungen auf den Weg gebracht hat. Dadurch sollen Investoren ins Land geholt werden. Gleichzeitig will er eben auch versuchen, nun die neuen Tycoons der internationalen Wirtschaft ins Land zu ziehen. Es ist eben auch an eine Tesla-Fabrik gedacht. Also er versucht schon, hier einen Innovationsschritt für Argentinien voranzukriegen und etwas sozusagen den Verlust in Augenhöhe gegenüber Brasilien auszugleichen. Aber letztendlich braucht es da natürlich auch Unterstützung seitens der Gesellschaft. Er muss die Bürger mitnehmen, er muss ihnen Zukunftschancen vermitteln. Und solche Investitionen brauchen doch sehr viel Zeit, ehe sie dann bei der Bevölkerung in Gestalt neuer Arbeitsplätze, in Gestalt zusätzlicher Staatseinnahmen ankommen, die ihm wieder etwas Handlungsfreiheit geben würden. Ja, wir haben gerade im Beitrag gehört, 56 oder über 50% auf jeden Fall ist die Zahl der Menschen, die unter der Armutsgrenze in Argentinien zurzeit leben. Knapp 20% gelten als extrem arm. Wie hilft Milei diesen Leuten? Wie gewinnt er die vielleicht? Oder hat er die schon verloren? Nun, er hat gerade durch einen Fehltritt in seinem Handeln das sehr erschwert. Er hat nämlich Nahrungsmittel für die Suppenküchen zurückgehalten und das ist jetzt ruchbar geworden. Das heißt, das sind natürlich Signale, die Leute, die darauf angewiesen, noch mehr erzürnen werden. Und es kommt für ihn letztlich ja darauf an, dass es ihm gelingt,
die Mittelschicht bei der Stange zu halten. Und erst wenn wirklich eine Situation eintreten würde, dass sich die Unterschichten und große Teile der Mittelschicht gegen ihn stellen, wird es für ihn kritisch. Und diesen Ritt auf der Messerklinge sozusagen im gesellschaftlichen Zusammenleben muss er hinkriegen, sonst könnte es ihm eben gehen wie manchem Vorgänger, die dann aus dem Amt gejagt worden sind. Milei will den Staat ja schrumpfen. Er selber ist Teil des Staats. Trotzdem hat er jetzt die früheren Ministerien, 18 waren es jetzt, glaube ich, auf 9 reduziert. Das Ministerium für Justiz und Menschenrechte heißt jetzt nur noch Ministerium für Justiz. 5 Ministerien, Bildung, Kultur, Arbeit, soziale Entwicklung sowie das Frauen-, Geschlechter- und Diversitätsministerium heißen jetzt einfach nur noch Human Resources als Superministerium. Was sagt das über Mileys Weltbild aus? Nun, dass er ein sozusagen sehr zentralistisches Verständnis zum einen hat, wie man Politik gestaltet, nämlich alles in seiner Hand und der Hand seiner engeren Mitarbeiter zu haben. Und zum Zweiten eben, dass er nicht großes Vertrauen in die staatliche Verwaltung hat, dass die in der Lage ist und auch willens ist, das, was er vorgibt, umzusetzen. Und insofern ist die Reduzierung des Staates für ihn gleichzusetzen mit der Freisetzung der Marktkräfte, die nach seiner Auffassung dann in der Lage sein werden, dies zu regeln. Und das ist die Hoffnung und der Scheck auf die Zukunft, den er den Wählern angeboten hat. Und da ist er jetzt eben so langsam auch gefordert, dass das wirksam wird und für die Bevölkerung eine Verbesserung bringt und nicht nur weitere Lasten. Zentralistisch in der Politik, wie geht Milei denn mit seinen Gegnern der Opposition um? Nun, er hat dafür ja einen Zentralbegriff gefunden, La Casta, also die Kaste. Das ist sozusagen die Negativkategorie, mit der er alles, was sich ihm entgegenstellt, beschreibt und eben auch mit Korruption und Misswirtschaft in Verbindung bringt. Das spaltet natürlich auch wieder erneut die Gesellschaft, soll aber auf der anderen Seite natürlich auch deutlich machen, dass er hier einen klaren Schnitt vollzieht mit dem, was vorher war. Und darauf kann er bisher bauen. Da geht bisher die Gesellschaft, wie man an den Zustimmungsraten sieht, noch mit. Außenpolitisch wollte Javier Milei ja ursprünglich, so hat er es im Wahlkampf verkündet, keinen Kontakt zu linken Regierungen, die er als pauschal Kommunisten bezeichnet. Vor allem gemeint damit waren ja Brasilien mit dem neuen linken Präsidenten Lula da Silva und auch China gehört dazu. Jetzt ist China aber ausgerechnet einer der größten Kreditgeber des Landes. Wie geht Milei damit um? Nun, er hat es eigentlich gar nicht thematisiert und wir sehen in seinem außenpolitischen Verhalten ja sozusagen, dass er doppelgleisig fährt. Zum einen mit einem extrem radikalen, ideologisch gefärbten Diskurs, wo er sich auf der rechten Seite versucht zu profilieren. Er spricht ja von der neuen Rechten, die er also in Europa nun mit unterstützen würde und auf diese Weise natürlich auch zu Hause Punkte sammeln will, dass seine Konzeptionen international anerkannt werden. Auf der anderen Seite kommt er um bestimmte Realitäten nicht herum und muss sich langsam mit denen sozusagen auch versöhnen. Das bedeutet zum einen, dass er eben um China als Zwischenfinanzierung für die nächsten Verpflichtungen, die er gegenüber den internationalen Kreditgebern hat, nicht herumkommt. Mit Brasilien ist es ein ähnlicher Fall. Er hat bisher Brasilien, das ist der größte Exportmarkt für Argentinien, nicht besucht und auch mit Lula keinen Kontakt gesucht. Das wird er irgendwann machen müssen. Es steht demnächst Anfang Juli der nächste Gipfel der Mercosur-Staaten bevor. Hier wird er sozusagen der politischen Realität nicht ausweichen können. Und damit wird die Spanne zwischen dem, was er international versucht, wie manche sagen, in einer Art Influencertum darzustellen,
mit dem, was er in der praktischen Politik macht, nicht mehr zusammenpasst. Und das könnte eben dann ihm auch Anerkennung kosten. Ja, spannend zu sehen war ja nicht in dem Zusammenhang, aber auf der internationalen Bühne auch, wie Javier Milei beim letzten Ukraine-Gipfel in der Schweiz aufgetreten ist. Da hat er ja den ukrainischen Präsidenten Selenskyj auch umarmt. So eine Umarmung, wenngleich auch vielleicht noch etwas herzlicher, gab es ja im Vorfeld aber auch schon für Donald Trump, den er quasi hofiert hat. Jetzt hat Donald Trump im Wahlkampf aber versprochen, die Hilfen für die Ukraine schnellstmöglich zu kürzen. Ist da Javier Milei außenpolitisch noch auf der Suche und verfolgt widersprüchliche Interessen oder wie erklären Sie das? Er ist sehr heterogen aufgestellt in dieser Konstellation, nicht? Er agiert, wir haben das ja auch in seinem Verhalten gegenüber dem Papst gesehen, den er im Wahlkampf als Vertreter des Bösen bezeichnet hat und ihn dann im Vatikan aufgesucht hat und man sich gegenseitig umarmt hat. Er versucht da sehr viel darzustellen, aber er muss sozusagen natürlich dann immer wieder einen Schritt zurücktreten, wenn es darum geht, wie die Realitäten sich entwickeln. Und das sehen wir eben auch im Verhalten gegenüber dem USA, wo er sich dann mit Generälen des Südkommandos der USA trifft, aber Herrn Biden eigentlich nicht die Hand drücken wollte und jetzt erst auf dem G7-Gipfel. Gleichzeitig eben er sich in einem Schulterschluss mit Trump sieht, um internationale Anerkennung zu gewinnen, um zu zeigen, er ist nicht allein mit seinem Denken. All dies ist sozusagen in der Persönlichkeit von Milei sozusagen verankert, der eben stark von dieser Inszenierung seiner selbst und seiner Mission lebt. Halten Sie diese Unberechenbarkeit von Milei und den Opportunismus, mit dem er quasi die politische Vorhaben anpackt, halten Sie das für eine Stärke dieses Politikers oder wird das ihm über kurz oder lang noch Probleme machen? Es wird davon abhängen, letztlich, ob er zu Hause liefert. Wenn ihm das nicht gelingt, dann ist auch sozusagen diese Seite, die Leute manchmal mit einem etwas abschätzigen Grinsen wahrnehmen, dann nicht mehr erträglich. Und das ist genau die Balance, die dann angesagt ist. Und insofern kommen auf ihn die eigentlichen Bewährungszeiten jetzt zu. Wenn er wirklich dieses Gesetz mit den grundlegenden Reformen durchbekommt, dann muss er an die Umsetzung gehen und dann muss er zeigen, ob er mit dem reduzierten administrativen Apparat dazu in der Lage ist und da auch wirklich die Zeichen so neu setzen kann, dass in Argentinien die Wirtschaft und dann vielleicht eben auch das politische Geschehen wieder Fahrt aufnehmen kann. Jetzt haben ja auch schon frühere Politiker zuerst Großes vollbracht, um dann später die Welt an den Rand eines Abgrunds zu stürzen. Ich möchte jetzt keine direkten Vergleiche ziehen, aber auch Milei vertritt ja teilweise radikale Thesen. Zum Beispiel sagte er bei dem Vox-Auftritt in Spanien, man müsse dem verdammten und krebsartigen Sozialismus basta sagen, Sozialismus führe zu Sklaverei oder Tod, soziale Gerechtigkeit sei immer ungerecht. So hat er das bei diesem Auftritt bei der Vox als Gastredner im Wahlkampf gesagt. Für wie gefährlich halten Sie Javier Milei? Ist das alles nur Gerede oder muss man da sich in Acht nehmen vielleicht? Nun, das ist Teil einer Strategie bestimmter rechter Gruppierungen, die sich jetzt zusammentun und wo Milei ein hilfreiches Aushängeschild ist, hinter dem man sich versammeln kann, der eben ein durchaus wichtiges Land repräsentiert und wo man dann hinzeigen kann und sagen, hier hat einer wirklich gezeigt, wie man das alles anders machen kann. Das wird auch weiterhin so sein. Nur er muss halt eben auch mit allen Politikern zurechtkommen, die nicht aus solchen Lagern kommen. Und das ist dann die Kunst der Politik, wie sie tagtäglich gefordert ist und nicht nur auf Showbühnen, auf denen er sich ja auch gern als Sänger und so weiter rumtreibt. Also insofern, diese Herausforderung muss er noch bewältigen und dann wird man sehen, wie viel sich an ihm abschleift, wenn er sich in solchen Kreisen bewegt und nicht als reiner Außenseiter dastehen will, ohne dass irgendeine Art von Kooperation mit ihm zustande kommt.
In den sozialen Medien, da kursiert ja auch noch ein Video, in dem indigene Schamanen Javier Milei ein vorzeitiges Ende der Amtszeit als Präsident voraussagen. Halten Sie es für möglich, dass sich diese Prophezeiung erfüllt? Das ist durchaus denkbar. Wir haben das in Argentinien ja schon öfter gesehen, dass wenn sozusagen die soziale Lage wirklich explodiert, erinnern Sie sich an die Bilder mit den kochschlagenden Frauen auf den Balkonen der Hauptstadt, mit den Massendemonstrationen etc., dass dann sehr schnell ein Umschlag kommen kann. Wie gesagt, er hat auch keine breite Mehrheit im Parlament, muss sich da immer wieder die Stimmen und die Unterstützung zusammensuchen. Die Sicherheitspolitik mit harter Hand, die er vortragen will, um Demonstrationen zu unterbinden, insbesondere Straßenblockaden, kann auch ins Gegenteil umschlagen. Also hier sind eine Fülle von Variablen, die jetzt noch nicht klar erkennbar sind, wie sie sich dann ausbilden. Insofern ist es nicht ausgeschlossen, aber man kann es Argentinien nicht wünschen, dass sie systematisch in eine Phase der Instabilitäten hineinkommen, sondern es sollte schon möglich sein, dass diese Gesellschaft zu einem Konsens findet, um sich gemeinsam aus dieser Krise zu befreien. Und wenn Milei da eine hilfreiche Hand sein kann, dann sollte man die nutzen. Javier Milei, Argentiniens Präsident, will das Land aus der Krise bringen mit radikalen Methoden. Und wie es dabei weitergeht, darüber halten wir Sie hier natürlich bei DW Deutsch auf dem Laufenden. Vielen Dank, Herr Mayhold, für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Okay.